Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. So, ich bin in der Mannschaftsauswahl noch. Da geht nicht viel. Wir haben 9 Punkte auf der Uhr. 9 Punkte. Da geht natürlich noch ein bisschen was, dass wir hier in den 5 verbleibenden Spielen sind noch 10 Punkte zu holen. Rein theoretisch, wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen würden, es wären 15 Punkte noch zu holen übrigens. Wir könnten noch Pokalsieger werden, aber eher unwahrscheinlich. Aber den Aufstieg streben wir an. Wie viele Münzen kriegen wir dafür? Ich vergesse das immer. Für den Aufstieg kriegen wir 7200 Punkte, Münzen. Und für die Meisterschaft 9000. Aber da glaube ich jetzt eher mal weniger dran. So, ich habe mein Standard-Team oder mein Deutschland-Team. Und ja, mit denen drehen wir jetzt so richtig auf. Hoffentlich. Und versuchen unser Bestes. Das sollte schon die Prämisse sein. So, natürlich müssen wir erstmal wieder einen Gegner suchen, damit da auch etwas vorangeht. Ein bisschen was. Und ja, Gegner hat die Partie verlassen. Funktioniert ja schon wieder wunderbar. Naja, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Und ja, ich glaube, der Gegner hat die Partie schon wieder verlassen. Das ist ja schon wieder schön, dass hier solche Serverprobleme schon wieder stattfinden. Hier, weil Sonntag ist. Ich sollte sonntags nicht FIFA aufnehmen. Das sollte ich mal unterlassen. Weil Sonntag doch gut was unterwegs ist. Hallo. Ja, Verbindung wurde... Nee, ihr wisst schon. So, jetzt kommt schon. Jeder spielt Ultimate Team, aber den kriegt er nicht. Also die Serverleistung, die normal FIFA Ultimate Team bräuchte. Das ist super. Ich hoffe, irgendwann im 15er oder im 15er läuft es besser, dass es einen Haufen Serverkapazität bekommt. Alter, das verstehe ich nicht. Das kriege ich nicht in Schädel rein. Wartet mal, jetzt gehe ich mal hier nochmal kurz raus. Komplette. So, Online-Saison. Dann lädt er hier nochmal neu und dann dürfte das auch bitte gehen jetzt. Weil sonst drehe ich hier gleich am Rad und bin schon angepisst, bevor die Aufnahme so richtig erstmal losgegangen ist. Zumindest die Partie. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt vom Vorteil, wenn man angepisst ist. Dann macht man gerne mal Fehler. Und Gegner hat die Partie schon wieder verlassen. Der hat mich noch nicht mal gesehen und dann verzieht er sich hier schon wieder. Statt dass FIFA zugeben würde, hey, wir haben keinen Gegner für dich gefunden. So, zumindest habe ich jetzt hier schon mal einen Gegner. Okay, ich spiele in Rot, du bitte in Weiß, dann ist das alles in Ordnung. So, ihr habt eine 90er Wertung für die komplette Mannschaft. Joa. Geile Mannschaft, muss man zugeben. Aber was macht der noch in der vierten Liga, bitte? Wenn er so eine geile Mannschaft hat. Naja, wir probieren es mit unserer, ja, Deutschland-Mannschaft hier einen Punkt zu setzen und zu zeigen, ja, da geht was. So, vor allem mit Alaba hier. Oh, über rechts wollte ich es probieren. Oh, ich komme hier nochmal am Ball. Kann hier auch abziehen. Schade. So ungehindert mal einfach abziehen. Oh, der spielt hier mit Neymar. Mit Messi spielt er. Wie er da noch eine 100er Chemie zusammenbringt, verstehe ich nicht ganz. Aber hey, ist mir Wurst. Der hat eine 100er Chemie und das ist natürlich ein bisschen ekelhaft. Ein bisschen. So, jetzt kann er natürlich auf Ballbesitzfußball spielen. Di Maria hat er auch noch dabei. Boah, was für ein Kopfball. So, weg damit. So, Konter, kommt schon. Schnell machen. So, wer kommt da? Groß wollte hier noch mitkommen. Alter, das ist doch nicht im Kopf auszuhalten. So eine Mannschaft. Die kostet Geld. Da muss man schon eine Weile für gespielt haben, um so eine Mannschaft sich hinstellen zu können. Vor allem, er muss ja fast eine zweite so eine Mannschaft haben, dass er hier die Fitness auch halten kann.
Weil denen fehlt ja gar nichts. Na gut, vielleicht hat er auch genügend Fitnesskarten hier im Pedo, dass hier sowas geht. Das, so kann man ja natürlich ausspielen. Aber so wie es ich im Regelfall mache, braucht man eigentlich auch keine Fitnesskarten. Dann sind die eigentlich für die Tonne. So, okay. Oh, schön. Hier nochmal rüber zu Alaba. Schönes Passspiel. So, Flanke kommt auch noch. Ah, weggefaustet. So, schön weggeköpft. So, in die Mitte rein. So, und einfach mal abgezogen. Da hat sich noch ein Gegner in den Ball geworfen. Da durch eine Ecke. Groß darfst du treten. Komm! Kopfball. Nee, komm mal nicht klar. So, schön. Oh, in den Ball geworfen. So, jetzt nichts hier anbrennen lassen. Er kommt hier mit Benzema. Benzema bringt hier die Flanke damit. Aber den kriegen wir weggeköpft. So, so ein Deutschland-Team, das ruled. Das ruled. Das ist schon ein Hammer-Team. Da könnte man ja natürlich für diese oder für die Elite-Mannschaft noch Vorschläge schicken, wen ich da alles einbauen soll. Und natürlich auch Vorschläge, welche Teams ich noch zusammenstellen soll. Mache ich ja gerne, wenn ich das nötige Kleingeld für habe. So. Ah. So, Alaba. Klose. Kannst du eigentlich eine Flanke, Klose? Nee, bis jetzt noch nicht, weil du nicht die Möglichkeit bekommst. Ah, wieso rette ich den? Wieso bin ich so blöde und rette den? Alter, so, guter Zweikampf. So, ab durch die Mitte. Nee, da kommt Klose nicht mehr dran. So, oh. Sauber, Müller. Gut gemacht. Ah, jetzt geht er hier in die Mitte rein. So, okay. Aufpassen. Sich das Spiel hier nicht versauen lassen. Ah, was mache ich denn? Dann versaue ich es mir selber. So, Ballbesitzfußball ist hier nicht unbedingt meine Stärke. Wäre aber mal vonnöten, das zu können. So, okay. Ah, Gomez verspringt der Ball. Auch nicht schlecht. So, Groß. Ah, Alter, dann wirft er sich hier in den Ball rein. Dann wurde es irgendwann mal zu bunt. Aber für das, dass er so ein geiles Team hat, wie würde ich mit so einem geilen Team spielen? Also, wenn ich mit so... Ja, es sind ja doch ziemliche Unterschiede jetzt vom Team her. Aber trotzdem bin ich hier sehr gut unterwegs. Er hat jetzt nicht so die Großchancen. Und ich drücke ihm fast permanent vom, in 16er rein. Das ist eigentlich schon gut. Also man darf sich echt nicht von den Mannschaften abschrecken lassen, was der Gegner hier so hat. Oder einlullen lassen. Weil wenn man gut damit umgehen kann, dann geht da einiges. Vor allem, wenn man keine großen Patzer macht. Foulspiel von mir. Oh, oh, oh. Das gefällt mir mal gar nicht. Der hat da ein paar Freistoßschützen, die extrem geil sind. Ja, aber wenn er dann so drüber semmelt mit Messi, dann muss ich da nicht wirklich Angst haben. Oh, jetzt lasse ich ihm da, boah, den Raum, den er gebraucht hätte. Zum Glück hat er das nicht nutzen können. Nicht konsequent. Ah, oh, Ronaldo. Boah, schön geklärt von Boateng. Zur Ecke. Jetzt hat er wieder die Chance, die Möglichkeit, in Führung zu gehen. So, weggeköpft. Ein bisschen... Oh, Luft. Gomez. Oh, Foulspiel, klare Sache. Komm, das ist gelb. Im Spielaufbau so behindern, es ist normal gelb. So, komm, weiter Ball, Mertesacker. So, schön zu Groß geköpft.
Ah, Abseits! Ich werd nicht mehr. Klose steht im Abseits. Ah, ganz feines Ding. Ein ganz feines Härchen. Man glaubt es nicht. Mensch! Kann man sowas glauben? So, sauber. Ah! Immer diese Fehlpässe in die Spitze rein, die brechen mir das Genick. So, okay. Aufbau ganz ruhig und gechillt. Sobat hier zum Beispiel mit Gomez. Gomez kriegt die Flanke rein. Klose zum Kopfball. Nee, Groß zum Kopfball. 45. Minute. 1-0 sind wir vorn. Ja, so muss es sein. Das ist Spielen in Hochkultur. Will ich ja jetzt nicht übertreiben, aber ja, ist es. Solche Übermannschaften einfach mal plattwalzen. So, dass sie sehen, ja, nicht nur die Mannschaft zählt, sondern auch, was man kann. Und wir können es einfach. Mittlerweile hat ja auch lang genug gedauert und einen Haufen Spielzeit gekostet, bis ich auch endlich mal halbwegs konnte. Also, ich würde ja jetzt nicht sagen, ich kann es super, aber schlecht jetzt auch nicht. Es dauert noch ein bisschen, bis ich es vielleicht gut kann. Aber da knock ich mich schon noch hin oder setze die Zeit schon noch in den Rahmen und versuche, dass ich es gut kann. Natürlich, man muss ja sagen, ich habe ja jetzt auch nicht so eine schlechte Mannschaft. Aber ich habe jetzt keine schwarz-goldenen oder... Oh, scheiße. Keine schwarz-goldenen oder grün-gold oder was es nicht alles gibt, was da dieses Jahr alles so rauskam. So. Gomez. Schickt Lahm. Ah, Lahm kann sich nicht durchsetzen. Ist er nicht wieselflink genug? So, aber mit solchen Fehlpässen kommt er hier natürlich nicht an. So, Ibrahimovic. Der ist schon wieder brandheiß. So, komm. Oh. Adler hält. Das ist echt eine gute Wahl. So, Kopfballduell. Ah, Ibrahimovic per Kopf, 54. Minute, ja. So Ecken sind schon echt mies, muss man sagen. Hätte jetzt nicht niederschlagen lassen, sondern kämpfen, kämpfen, kämpfen. Dann geht es. Müller. So, auf Lahm. Philipp Lahm. So, okay. Da krieg ich aber jetzt einen Freistoß, oder? Ja, ich krieg einen Freistoß. Probiere ich den direkt? Das wäre ja fast Blödsinn. So, komm. Rüber damit. Kopfball. Drin ist er! Klose! 57. Minute. Was für eine Ansage. Direkt. Ja, gleich mal wieder so ein Dämpfer verpasst mit meiner guten deutschen Mannschaft. Das gefällt mir. Groß, bring dir die schöne Flanke rein und zack. Ins Kreuzeck geköpft, da kommt der Keeper einfach nicht mehr hin. Wieder eine Führung, 2-1. So, das kriege ich schon noch zum Laufen. Das ist wie schon ein rundes Ding. Das ganze Spiel. Oh, oh, oh. Wenn ich jetzt hier die Verteidigung vernachlässige, ist natürlich mir gar nicht geholfen mit. Ah, oh, den hat Adler. So, kurz ausgeworfen. Ah, oh. Mit dem hat er jetzt nicht wirklich gerechnet, dass er den Ball bekommt. Da war er ein bisschen perplex. Orla, weit Ausschlag. So, Müller. Lahm. Ah, fuck. So, Boateng, gute Abwehrleistung. Nein, es gibt's doch nicht. So, Gomez. Da ist Klose. Und da ist es 3-1. 64. Minute. Was für ein schöner Laufweg von Klose. Was für ein Zuckerpass. Da ist er einfach drin. 3-1.
Geil, geil, geil. So gehört sich das. Da kommt der Pass so wunderschön durch und dann ist er drin. Ja. Da kann man einfach nicht anders als Hut absagen. Jetzt wird der Gegner entweder quitten oder hier ein paar strukturelle Maßnahmen machen, um hier eventuell noch zwei reinzudrücken oder sogar drei. Aber dem mache ich das Leben schwer. Hoffe ich jetzt mal. Weil Leben schwer machen ist immer so eine Sache. So, wer kommt denn jetzt? Pepe und Jesus Navas. Ah, okay. Okay, bin ich mal gespannt. Und bin ich sehr gespannt. Aber vor allem von seinem Messi hat man irgendwie gar nichts gesehen. So, Einwurf für mich. Schnell ausführen. Dass er hier nicht unbedingt Zeit hat zum Postieren. Hat auch irgendwo geholfen, aber nur irgendwo. Müller! Müller, komm, lauf! So, aber er kämpft auch. So, komm. Nochmal eins. Das wäre schön. Müller am Ball. Müller, bringt die Flanke. Kopfball, komm. Ja, drin ist er. Klose, 69. Sauber, Jungs. Sauber. Wie aus dem Bilderbuch. Hauen die da die Bälle rein. Vom Allet auf Kloses Kopf gesetzt. 4-1. Mann, was ist denn mit mir in dieser Saison los? Ich bin ja wie ausgewechselt. Das ist ja nicht mehr normal. So, die Spieler haben sich mittlerweile aneinander gewöhnt. Das wird es sein. Boah, was für eine Flanke. Voll das komische Ding und eine Abseitsposition. Das ist auch nicht so schlecht. So, den machen wir lieber weit. Weit weg. Das ist mir gerade mal lieber, hat mir aber nichts genutzt. Alter, der grätscht mich hier weg. Ne gelbe, Messi. Ja, sowas muss. Das war jetzt die erste geile Aktion von Messi. Und dann grätscht er mich so weg. Wirklich? Ziemlich ungestüm, der kleine Messi. Also noch kleiner als Lahm, das muss man auch erstmal fertig bringen. So, Adler hält. So, das wird aber jetzt wieder ein bisschen weiter. So, die kurzen Waren. Ja, oh, Klose macht sich da den Weg frei. So, oh, direkt in den Keeper rein. Hätte ich mich eher entscheiden müssen, dass ich sowas mache. So, Ibrahimovic, den drängen wir kurzerhand mal ab. Oh, ist auch nicht so leicht. So, Flanke Nummer 1 vereitelt und Adler vereitelt gleich mal die zweite. So, jetzt spielen wir hier ein bisschen risikoreich, aber es funktioniert hier gerade. Es verwirrt den Gegner ein bisschen. Das brauche ich. Dann geht da vielleicht nochmal was. Oh, Gomez! Komm, Gomez, lauf! Ah, ich wollte eigentlich weiterspielen. Ah. So, komm. Ah, geht doch nicht hin. Wieso denn auch? So. Groß. Groß, da ist er drin. Komm, wenn man so durchlaufen kann, so eine komplette Mannschaft, dann kriegt man halt eine auf den Deckel. Und so muss das sein. Da grätscht er vorbei. Und die Zweikampfarbeit war auch ziemlich lausig, muss man sagen. Er wollte es eher über den Grätsche lösen. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Ideallösung. Im 16er drin, wenn der Gegner im 16er drin steht, sollte man sich die Grätsche ein bisschen sparen. Ein bisschen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So, wir spielen immer noch auf ausgewogen. Das ist ja das Kranke. Und er macht voll Pressing nach vorn, aber kriegt hier ja irgendwie den Schuh nicht rein, dass er hier was reißen kann. So, Klose. Ah, okay. Nochmal nach vorn. Ah, probieren kann man es ja, dass man hier das Spiel schnell macht.
Ja, momentan bieten sich mir halt ziemliche Konterchancen. 3 Minuten Nachspielzeit, die dürften aber auch bald vorbei sein. Jesus Navas. Ja, Kopfball. Noch einer. Komm, 2-5 ist mir doch wurscht. Messi, 90. Minute ist mir doch wurscht. Glaubt ihr mir das? Weil, wenn ich so vorn bin und den Sieg eigentlich schon sicher in der Tasche habe, dann kann er sich doch so einen Zuckerl rausspielen. Das ist mir doch so Pelle. Weil ich habe schon ein paar solche Zuckerl gemacht und die dann auch direkt versenkt. So, Schürrle mit der Flanke, die zur Ecke wird. Das ist auch nicht schlecht. So, Groß mit der Ecke. Ecke kommt, Kopfball. Und Orban nicht mal so schlecht. Mertesacker mit diesem Kopfball. So, Abstoß, dann dürfte es eh gleich vorbei sein. Nee, er spielt es kurz. Kurz und knapp. Darf er auch ruhig. Aber hilft nichts. Wir haben gewonnen, 5-2. Geiles Ding, 3 Dinger von Klose. Ja, okay, war sogar ein lupenreiner Hattrick, was ich gerade sehe. Hätte ich mir jetzt gerade nicht gedacht. War super. Das sind wieder 3 wichtige Pünktchen. Den Abstieg haben wir definitiv schon mal vermieden. Bin ich jetzt so im Kopf? Ja, haben wir vermieden. Also ein paar Pünktchen kriegen wir schon. Und wir haben schon die Voraussicht, dass wir die 16 Punkte schaffen. 4 Spiele haben wir noch. 12 Punkte sind im Pott. Also wir könnten noch insgesamt 24 schaffen. Mal sehen, wie weit das noch geht. Wir brauchen nur noch 5. 6. 4 Punkte brauchen wir. Also ein Sieg und ein Unentschieden, dann sind wir safe. Dann sind wir extrem safe. Und ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei, um diesen Aufstiegskampf mitzuerleben. Ist einfach nur geil heute. Und ich sage einfach nur, ciao und bis übermorgen.